Alles Liebe, alles Gute, mein Sonnenschein. Und du hast dich gar nicht verändert. Naja, komm, ein oder andere Fältchen ist schon dazugekommen. Aber bei mir ist noch alles echt. Im Gegensatz zu wem? Der Ausspruch, den wir während dieser Dreharbeiten am häufigsten gehört haben von Tamma Hanken, war Doppelpunkt. Atmen, Junge, atmen. Und just in dem Moment, als ich dann meinen ganzen Koffer ausräumte und wirklich nach 3 Wochen dreckiger Reise dreckige Indienwäsche verteilt hatte, öffnete sich die Tür und wer kam rein? Der König von Belgien. Auf Staatsbesuch. Einen wunderschönen guten Mittwoch, ihr lieben Halunken-Innen da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke, Extremo Moment. Aber diese Folge ist nicht eine Folge wie jede andere. Ja, kann ich dir helfen? Diese Folge ist eine besondere. Mein Handy gerät gerade, meine Mutter ruft an. Das Moment. Handy von unserem Co-Host klingelt gerade und da möchte ich die Zeit nutzen. Weil das ist natürlich, ja, an diesem Tag. Ich bin gerade im Podcast. Ich melde mich gleich. Sein Handy klingelt, weil. Ja, tschüss. So, naja. Deswegen klingelt sein Handy jetzt die ganze Zeit. So, zum ich gehe mal auf Geburtstag, ja? Viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Jan Kreuz. Zum Geburtstag viel Glück. La 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 la. Das ist nicht nur zum Mitsingen, das ist auch zum Mittanzen die Version, die ich habe. Ist das die Maxi-Version? Da 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 da. Alles Liebe, ja gut jetzt, alles Liebe, ja. Alles Gute, mein Sonnenschein, Geld, Gold, ein sorgenfreies Leben, Gottes Segen auf all deinen Wegen. Ich wünsche dir nur das Beste und bin froh, dass du in einer solchen Top-Condition bist, wie ich gerade sehe, denn ihr könnt uns ja auch bei YouTube sehen, du siehst blendend aus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Jan Kreuz. Ja, vielen Dank, das ist aber zuckersüß von dir. Ja, ein bisschen schon. Ja, ich verrate auch mein Alter. Das darf man als Mann, 49. Ehrlich? Das heißt, ich spiele definitiv schon in der zweiten Hälfte. Und nächstes Jahr ist dann die große Sause. Du bist schon 49. Ich habe dich kennengelernt. Ja. Da warst du unter 30, Junge. Ach, da war ich 27 oder so. Ja. 27, genau. Ja. Und du hast dich gar nicht verändert. Naja, komm, ein oder andere Fältchen ist schon dazugekommen. Aber bei mir ist noch alles echt. Ne? Im Gegensatz zu wem? Nein, vergiss es. Ja, vor 49 Jahren. Weißt du übrigens, wo ich getauft wurde? Lass mich kurz überlegen, nein. Im Aachener Dom. Oh, und jetzt im Kaiserdom. Ja. Ja, aber wo genau? Am Taufbecken wahrscheinlich. Auf dem Thron von Kaiser Karl. Ist und jetzt, nicht dein Ernst. Und jetzt kommst du. Und das erzählst du mir nach 22 Jahren unserer Freundschaft, erzählst du mir, dass du im Kaiserbecken... Was ganz Besonderes. Unfassbar. Nicht im Kaiserbecken, sondern auf dem Kaiser Karls Thron, wo jetzt wirklich niemand hin darf, der abgesperrt ist. Da durfte ich damals als Täufling liegen und wurde getauft. Das ging nur, weil der Oberdomschweizer... Warum heißt ich ein Schweizer und nicht das so Österreicher? Der egal. der Nachbar meiner Oma war und der hat es dann dafür gesorgt, dass das machbar war. Ja. Das heißt, warte mal, das heißt, die haben die schreienden Säuglinge auf den Thron gelegt, anstatt ins Taufbecken? Ja, also mich. Ja, genau. Ja, klar, dich. Ja. Und was war mit dem Taufbecken? Bist du trotzdem auch noch reingedoppt worden, oder? Bestimmt. Ja. Aber das weiß ich nicht mehr so genau. Genau. Kleine Ratte. Wie das weiß. Das ist dann ein Moment, den man nicht vergisst in seinem Leben. Ja, das ist unfassbar. Ja, das wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass du mit so viel Glück und Schutzengeln, die du ja definitiv in einer erhöhten Anzahl hast, immer wieder schadenfrei durchs Leben gekommen bist. Du hast sowas so wie hier Siegfried, dieser Siegfried-Schutz, weißt du? Kennst du das aus der. Siehst du? Na egal, komm. Egal. Ja, schön. Ja. Aber ja, toll. Und was steht denn heute an? Dreimal auf Holz geklopft. Bisher ist alles gut gegangen. Ja, das wird doch weiterhin sein. Was steht an diesem sonnigen Mittwoch, der eigentlich ein Samstag ist? Was steht denn da an?
Also, ich war schon fleißig, deshalb habe ich mir auch schon ein Weinchen aufgemacht. Ist das noch aus deiner Kiste heute, da mit den 6 Flaschen von Tim Rauer? Ja, oder genau, weil ich habe heute 2 Sachen zu feiern, weil ich hatte eine halbe Stunde vor unserem Zoom-Meeting hatte ich eine Online-Prüfung beim Luftfahrtbundesamt. Oh, für deine Pilotenlizenz. Ja, und hab den, genau, ich darf jetzt ein A380 fliegen. Nee, ich habe den großen Drohnenschein gerade gemacht. Das heißt nichts anderes wie all das, was wir all die Jahre immer illegal gemacht haben. Ohne Drohnenschein darf ich jetzt mal Drohnenschein machen. Können wir jetzt in Zukunft offiziell machen, genau. Und den habe ich gerade bestanden mit 75%. 75% musste das man gut, haben. Das ist gut, oder? Eine Punktlandung, genau. Ach, okay, warte mal. 75% war Minimum und du hast das Minimum genau erreicht. Kann man so formulieren? Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Genauso wie mein Abi damals. Ja, immer so. Kurz vor knapp. Ja. Egal, drauf gepfiffen. Ja, Hauptsache, absolut. Du hast den Pfiffi in der Tasche. Ja, absolut. Ja, gerade, also wirklich vor einer halben Stunde gemacht. Das ist da geht es so eine... aber nur um theoretisches Wissen. Ne? Bitte fliege nicht zu dicht über Menschenmassen. Ja, und genau. Aber man muss auch Luftkarten wissen. Man muss wissen, wie die Batterien aufgebaut sind von einer Drohne. Als wenn das jedes Mal von einem Drohnenflug zukommt. Ah, warte, ich muss erstmal die Batterie checken, ob die Anode und die Kathode irgendwie richtig liegen. Ja, ist natürlich alles Theorie. Quatsch, für die Praxis brauchen wir es nicht, aber es gehört halt für die Lizenz dazu. Aber egal, genug zur Drohne. Na, ich finde das so interessant und ich finde, das ist ja ein Erfolgserlebnis. Also nicht nur, dass du jetzt schon 49 Jahre in dieser Kondition erreicht und geschafft hast, sondern jetzt hast du auch noch einen Drohnenschein. Ja, guck. Geil. Wann fängst du das Golfen an? Bist ja auch jetzt in dem Alter, ne? Genau. Ja. Oh, nicht mehr lang. Ja, ich hab tatsächlich dann auch für die Prüfung noch mal lernen müssen. Das habe ich, glaube ich, letzte Mal in der 10. Klasse gemacht. Lange her. Ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, aber es hat sehr geklappt. Noch ein Geburtstagsgeschenk für dich. Ich habe nämlich hier von unserem lieben Podcast Kevin aktuelle Zahlen bekommen. Wir haben, was diesen Podcast Jenke Extreme Momente angeht, bisher Wahnsinn. Oh. Und Abonnentenzahlen sind auch gestiegen. Also regelmäßige Hörer, die uns abonniert haben. Das sind mittlerweile... Ist das ein Geburtstagsgeschenk? Ach, das sind aber mal erfreuliche Zahlen. Wahnsinn, ne? Und wir freuen natürlich uns wirklich kann man sehr. Das, und wir freuen uns auch über jede positive Kritik. Ne? Ja. Also ruhig auch mal mit ein paar Sternchen liken das Ganze. Natürlich auch wenn ihr es scheiße findet, lasst es uns auch wissen. Auch wenn ihr es scheiße findet, einfach auch 5 Sterne, wenn ihr es scheiße findet, bitte. Genau. Bei iTunes. Ja, ne? Ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Ja. Wo sitzt ja, mein da? Geburtstag, ich hab Kaiserwetter. Hör mal, Schätzchen, weil du heute Geburtstag hast, hat deine Frau gesagt, okay, du darfst heute mal aus der Rumpelkammer raus und dich ins Wohnzimmer setzen, oder was? Nein, meine Jungs sind beide bei einem Fußballspiel. Die müssen heute ran. Die sind jeden Tag Fußballspiel. Immer wenn du von deinen Jungs erzählst, sind sie beim Fußball. Immer. Jeden Tag. Nee, immer nur am Wochenende. Und dann, wenn die gleich zurückkommen, dann fahren wir zum Tivoli. Die haben mir nämlich heute Eintrittskarten geschenkt für die Alemannia. Und dann gucken wir uns das Spiel an und dann komme ich zurück und dann kommen ein paar Kumpels und dann gucken wir das Topspiel Gladbach gegen Dortmund. Das ist ja genau so ein Geburtstag, wie du den auch gerne hättest, oder? Wunderschön. Schade, dass ich nicht eingeladen bin. Ja. Sehr schade. Aber weißt du, wo ich dich jetzt schon zu einlade? Ja, bitte. Nächstes Jahr zum 50. habe ich geplant, nicht irgendeine Party zu machen, sondern wir fahren mit dem Reisebus zum ZDF-Fernsehgarten nach Mainz. Ne? Das ist nämlich ein Sonntag. Und dann setzen wir uns da in die erste Reihe. Ich hoffe, es regnet in Strömen. Dann kriegen wir alle so ein Cape an. Ne? Und dann kippen wir uns vorher einen rein, setzen uns in die erste Reihe und ziehen uns in den Fernsehgarten rein. Ich bin dabei. Absolut. Fühl dich eingeladen. 3 Stunden moderiert von Kiwi. Ich bin dabei, Junge. Das ist meine geile Party. Oder? Ich dachte ja immer, der Geburtstag, den ich vor, wie lange ist das her, 3 Jahre feiern durfte, an dem du ja auch teilgenommen hast, in Papua-Neuguinea, am Arsch der Welt bei den Crocodile People, den Krokodilmenschen, wäre jetzt ein absolutes Highlight gewesen, aber mit einem Regencape hässlich in der ersten Reihe vom Fernsehgarten in Mainz zu sitzen, das toppt das natürlich noch. Ne, oder? Ja. Ne, über Papua-Neuguinea müssen wir auch noch mal reden. Ach, an der Stelle möchte ich auch noch mal hier unseren Auftraggeber damals ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist die Superfirma Fabiola, die möchte ich jetzt mal grüßen. Ne? Hat er nicht angerufen Schulz, oder was? Wir sollen nicht immer wieder über die schwarze Mamba reden. Aber wir wussten beim letzten Mal noch nicht mal den Sendungstitel. Und das fand ich schon ein bisschen despektierlich. Was ist? Natürlich, ja. Da sind wir drauf gekommen nach einer halben Stunde.
Nach einer halben Stunde, genau. Also an der Stelle nochmal, war ein super Projekt, hat super Spaß gemacht, war eine tolle Reise. Reden wir ein andermal drüber. Es war so eine super schöne Reise und wir haben auch immer wieder gesagt, wie sehr wir das gemocht haben. Und dass wir den Titel vergessen haben, liegt, glaube ich, daran, dass es nur eine Folge gab, diesen Piloten, der zwar sehr erfolgreich war, eine wirklich tolle Quote hatte und auch ein guter Film war, Tim Meltzer, du und ich in Südafrika mit der schwarzen Mama. Die Geschichte gut, ich habe jetzt von Papua Neuguinea geredet, aber ach so, wie kommt das? Das war eine andere Produktion. Ach, das war ja derselbe Produzent. Nein, das wussten wir ja noch. Papua Neuguinea war Jenke ohne Grenzen. Aber wir haben doch so lange überlegt, wie hieß denn das Projekt mit Tim Meltzer Südafrika? Und da haben wir nur eine Folge gedreht. Papua Neuguinea haben wir immer gewusst. Weil wir ja vier Folgen hatten. Wir hatten Libanon. Ich habe anders in Erinnerung. Ehrlich? Und es waren drei Folgen. Das ist ja das Schöne. Deswegen können wir uns ja auch nach 30 Jahren immer noch so unterhalten und den Eindruck gewinnen, das ist was Neues, was wir vom anderen erfahren. Ja. Weil einer von uns beiden vergisst immer irgendwas. Es waren drei Folgen. Es war Papua Neuguinea, es war Bangladesch und es war Libanon. Genau. Und wir waren auch nicht im Hisbollah-Museum, muss ich an der Stelle nochmal korrigieren, sondern im Hamas-Museum. Da bin ich nämlich auch nochmal berichtigt worden von der lieben Sylvie. Ja, auch. Ui. Ja, gut. Nur mal das zum Bereinigen. Ja, gut. Ja, gut, dass du das bereinigt hast. Das ist auch ein Tag des Aderlasses heute, so ein Geburtstag. Da blickt man zurück. Wie war das in den letzten 49 Jahren? Was habe ich falsch gemacht? Wo kann ich mich vielleicht noch so ein bisschen... wie heißt das Verb? Ja, bitte. Ganz genau. Ja, genau. Ja, also, ich weiß ungefähr, was du meinst. Weißt du, was sich auch jährt? Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, am 10. Oktober, weiß ich, ist ein bisschen hin, aber weißt du, was sich am 10. Oktober tragischerweise jährt? 10. Oktober? Zum wievielten Male jährt sich das? Zum fünften Mal jährt sich am 10. Oktober der Tod von Tamer Hanken. Ach Gott, ehrlich, das ist schon wieder so lange her. Ja. Mein Gott. Und wir sind gebeten worden, mal davon zu erzählen, wie es denn damals war. Wir haben mit Tamer Hanken, ich glaube, es war eines der letzten, ich dachte mal, es wäre der letzte, aber sind wir mal vorsichtig, eines der letzten Interviews zu Lebzeiten geführt. Und zwar für, wie hieß die Sendung? Jenke, ich bleibe über Nacht. Sehr gut. Für Jenke, ich bleibe über Nacht sind wir hoch nach Friesland und haben bei Tamer Hanken dann gepennt. Und 24, 25 Stunden mit ihm verbracht und über ihn, über sein Leben, über den Tod, weiß ich noch ganz genau, gesprochen und eine sehr, sehr angenehme Zeit mit ihm da verlebt. Und ein paar Wochen später dann die schreckliche Nachricht gelesen, dass er auch während Dreharbeiten in, wo war das jetzt wieder, Garmisch-Partenkirchen, verstorben ist. Du erinnerst dich. Waren das sogar Kollegen von dir, die den letzten Dreh gemacht haben da mit ihm? Ja, ein alter Kollege war, glaube ich, dabei. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte auch keinen Quatsch erzählen. Aber ja, war ein toller, toller Mensch. Es war so jemand, in den war man einfach schockverliebt, von der ersten Sekunde an. Der war einfach so charismatisch, nett, ganz, ganz toller Mensch. Vielleicht sollten wir für die Menschen, die sagen, Tamer Hanken, wer ist das jetzt nochmal gewesen? Mal kurz erklären, Tamer Hanken ist bekannt geworden durch diverse Fernsehsendungen als, wie hieß es, XXL, Ostfriese oder der Knochenbrecher oder gab da mehrere Formate mit ihm. Ein Mensch, der dadurch Aufmerksamkeit bekommen hat, eine große, dass er auf sehr unkonventionelle, aber sehr, wie er immer gesagt hat, traditionsreiche Art und Weise Tiere, meist Pferde, behandelt hat, die Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen hatten, irgendwelche Beeinträchtigungen am Skelett. Und das hatte er, er sagte mir, er ist ein Naturheiler, auf seine Art und Weise gelöst, diese Probleme, und ist damit so erfolgreich geworden, dass selbst die Saudis mit ihren millionenschweren Pferdezuchten seine Dienste in Anspruch genommen haben. Entweder ist er dann dahin geflogen, hat die Pferde da behandelt, oder die Leute aus aller Welt haben ihre Pferde zu ihm nach Friesland gebracht, die da ein paar Wochen zur Behandlung gebracht, dann hat er die therapiert und damit sehr viel Erfolg gehabt. Und deswegen kam dann irgendwann das Fernsehen, hat ihm eine Sendung angeboten. Genau, und wir waren für unsere Reihe Ich bleibe über Nacht, in der das Prinzip halt, wie der Titel schon sagt, immer war, wir treffen einen Menschen, bleiben dort bei ihm zu Hause über Nacht und führen andere Interviews als die herkömmlichen 10-Minuten-Interviews, wo immer dasselbe gesagt wird und gefragt wird, sondern wir haben Zeit miteinander
und kommen dann in eine ganz andere emotionale Tiefe in solchen Gesprächen. Was ist der Moment bei diesen, in diesen 24 Stunden, die wir bei ihm waren, der für dich der bedeutendste war, wo du sagst, da muss ich heute noch dauernd dran denken? Ja, ich glaube, das war der Moment, als er selber über den Tod sprach und auch sagte, dass er nicht glaubt, wirklich alt zu werden, weil er das Leben auch genießt. Er stand ja definitiv auf der lebensbejahenden Seite, möchte man sagen. Kein Kostverächter. Und er war sich aber dessen bewusst und sagte, ja, mit dem Lebensstil werde ich wahrscheinlich nicht wirklich alt werden. Dass es dann so schnell ging, das konnte natürlich keiner ahnen. Und das kam mir natürlich dann immer wieder in den Sinn, nachdem ich dann die Nachricht hörte, dass er dann verstorben war. Ja, also das war schon so ein Moment, wo man denkt so, oh Gott. Ne? Ja, das war bei mir schon genau derselbe Moment. Und auch, dass er sagt, er hat überhaupt keine Angst vor dem Tod. Ne? Dass er sagte, nö, das ist einfach jetzt so der nächste Schritt im Leben. Und ich habe so viel erlebt und so ein tolles Leben gehabt. Ich bin so dankbar, wenn es jetzt zu Ende ist, ist es zu Ende. So als hätte er schon irgendetwas geahnt oder gewusst. Keine Ahnung. Aber das ist auch definitiv so ein Moment, den ich nicht vergessen werde. Und dann gibt es noch einen sehr lustigen Moment, den ich auch nicht vergessen werde. Weil, als er erzählte, dass er früher auch Menschen behandelt hat, so chiropraktisch, ne? Knack, knack, alles wieder zurechtdrehen. Und das aber nicht mehr tun würde, weil die Leute dann irgendwie mit Reisebussen auf seinem Hof gestanden hätten und alle behandelt werden wollten. Und er gesagt hat, A, hat er die Zeit nicht und B, ist er natürlich auch gar nicht versichert, wenn da irgendwas passiert. Er hat gar keine Zulassung als Physiotherapeut oder Chiropraktiker für Menschen und hat das dann nicht gemacht. Und während er das so erzählte, guckte er dich an, der du da standst mit der Kamera auf der Schulter, aber natürlich krumm, wie du immer gerne mal stehst, wenn die Tage ein bisschen länger werden. Und sagte, Junge, du, bei dir ist aber auch alles schief. Eigentlich müssen wir dich auch mal wieder zurechtbiegen. Weißt du noch? Ja, ja. Und jetzt müssen auch die Leute, die Tamahanken jetzt so gar nicht vor Augen haben, wissen, also der war irgendwie über 2 Meter, 2,5 oder sowas. Ein Riesenberg von Mensch. Also wirklich, also das, ich glaube, kein Pferd konnte so ein hohes Stockmaß haben, dass er das irgendwie nicht wieder gerade biegen konnte. Also wirklich ein totaler Riese. Und ja, Hände da so war groß schon, wie wir. Ja, also eine Hand so groß wie du, eine Hand so groß wie ich. So und dann meinte er, ja komm, ich renk dich mal ein, sagt er. Ich pass bloß auf, ich hatte wirklich Angst, dass er mir das Rückgrat bricht, ne? Mit seinen riesen Pranken. Ja, aber, und ich wollte das drehen. Ich habe ja den anderen Kameramann gebeten, das zu drehen. Und dann sagt er, nee, das machen wir jetzt mal hinter verschlossenen Türen. Und dann haben wir aber deinen Ton, dein Mikrofon, ja, haben wir angelassen, sodass wir dich wenigstens hören konnten. Und dann ist er mit dir irgendwie in die Scheune gegangen. Und dann hat das gekracht, Junge. Ich dachte, der baut da gerade neue Balken in die Scheune, aber das waren deine blockierten Wirbel. Und du hast immer nur geschrien. Wie in einem Comic. Wir hatten sehr viel Spaß vor der Hütte. Aber eins hat er bei mir nicht geschafft. Weißt du das noch? Ja, na klar, die Hypnose. Die Hypnose, ja. Also pass mal auf, erstmal hat er dich da zurechtgebogen, alle Blockaden gelöst, du bist da rausgekommen wie ein junger Hüpfer, wie so eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem langen Rüssel? Also du bist richtig geschmeidig, bist du da rausgekommen und es ging dir sehr viel besser und du warst wirklich happy. Genau, und dann hat er noch Hypnose-Sitzung angeboten. Und ich weiß gar nicht, hat er zuerst bei dir oder zuerst bei mir? Nee, der hat das zuerst bei dir gemacht. Und du warst irgendwie... Und du hast es gedreht? Ich habe es gedreht und du warst schon nach ein paar Minuten, warst du auch schon in einer anderen Sphäre, ne? Ja. Hypnotisiert, ja. Ja, ich lass mich auf sowas ja immer ein. Also ich denke dann, ich habe dann ja auch so ein Filter im Kopf, wo ich denke, ja komm, hier, Hokuspokus, Hypnose und jetzt falle ich zurück und weiß nicht mehr, wo ich bin und so ein Quatsch. Aber irgendwann denke ich, nee, wenn ich das jetzt herausfinden will, ob da was dran ist oder ob es bei mir funktioniert, gibt ja Menschen, bei denen funktioniert es per se nicht, da muss ich mich jetzt einfach dem mal öffnen. Und als ich das getan habe und alle Blockaden quasi in meinem Verstand ausgeschaltet habe, war ich hypnotisiert und schwebte da wie die Jungfrau über der Liege. Und dann sollte er oder wollte er das bei dir auch nochmal machen? Ja, ich war ja erstaunt, wie schnell das bei dir ging. Ich dachte, ich möchte das auch mal erleben. Aber
Tamer hat nach einer halben Stunde aufgegeben, meinte, Junge, du musst dich fallen lassen. Ich sag, du schlägst doch schon. Also, nee, komm, lass dich mal komplett fallen. Es geht nicht, es geht nicht. Dafür habe ich vielleicht zu viel ADHS, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er nach einer halben Stunde aufgegeben und meinte, nee, komm, ist gut. Klappt nicht bei jedem. Großartig. Ja, so und der Ausspruch, den wir während dieser Dreharbeiten am häufigsten gehört haben von Tamer Hanken, war, Doppelpunkt? Atmen, Junge, atmen. Genau. Egal, was war. Wenn es mal ein bisschen hektisch wurde oder keine Ahnung. Das war immer sein Credo und sein Appell, atmen. Ich habe mir das übrigens auf einen Hoodie, das ist ein Pullover mit einer Kapuze, drucken lassen. Vorne, ganz fett. Atmen. Großartig, als super Idee. Im Gedenken an Tamer Hanken. Ja. Ja. Ja, war eine lustige Runde. Ich meine, wir wurden ja auch schon direkt am frühen Morgen mit Korn verköstigt, aber das gehört Ach in der Gott. Region irgendwie dazu. Ja, es gab doch dieses Frühstück. Wir sind relativ früh angekommen und dann hat er das Frühstück gemacht, sein Lieblingsfrühstück. Und das waren irgendwie 10 gequirlte Eier mit Cognac oder Weinbrand oder was? Genau, und ein Körnchen dazu zum Runterspülen. Und abends wurden es dann auch schon mal ein bisschen mehr. Und dann, ich weiß, dann habe ich ihn gefragt, wenn man dann, trinkst du da am Tag, wirkst du eine ganze Flasche Korn? Nee, nicht nur, auch Bier noch dazu. Genau. So war er. Ja. Oh Gott. Genau. Und dann ging es irgendwann in die Nacht. Wir standen noch an irgendeinem Teich, haben geangelt, dann hat er noch irgendwie gegrillt. Dann kam seine, ich weiß gar nicht, waren die verheiratet oder war seine Lebensgefährtin? Die kam ja auch noch dazu und 2-3 Freunde. Und das haben wir ja alles gedreht. Das war ja im Rahmen dieser 24-Stunden-Ich-bleib-über-Nacht-Sendung. Auch da nochmal ordentlich gebechert. Und ich weiß, als es dann zum Schlafen ging, hat er gesagt, komm, wir schlafen im Wohnwagen. Und dann hatte er doch diesen alten weißen Wohnwagen auf seinem Hof stehen und dann haben wir uns da auf der Unterhose ausgezogen, aufs Bett gesetzt. Ich glaube, wir haben noch einen Kölsch getrunken, um den Magen zu schließen. Und dann sprach er das erste Mal über sein Alkoholproblem. Ne? Ganz offen. Ja, ja. Und dass er weiß, dass er da irgendwie nicht rauskommt und jetzt auch irgendwie kapituliert hat, dass er das einfach angenommen hat, versucht einfach weniger zu trinken, aber dass das ein Problem sei, was er schon seit vielen Jahren hätte und dann das auch auf die Kindheit oder die Jugend zurückführte, wo die Verhältnisse auch nicht so tippitoppi waren. Und das wurde ein so emotionales und offenes Gespräch, dass ich wirklich extrem überrascht war, weil so öffnet sich ja nun wirklich selten jemand vor einer Fernsehkamera und zeigt diese vermeintlichen Schwächen, die ja eigentlich dann Stärken sind, ne, wenn man da öffentlich drüber redet. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Ja, leider viel zu früh von uns geschieden. Schade, den hätte ich auch gerne noch mal wieder getroffen. Ich hab ihn hier noch mal wieder getroffen. Warst du bei dem... Ach doch! Weißt du, was ich meine? Ja, bei dem das ging um Organspende. Das Experiment Organspende. Organspende-Experiment. Genau. Und den Zusammenhang kriege ich nicht mehr hin. Aber, wir waren im Zoo, ich glaube in Mönchengladbach oder so waren wir im Zoo. Nee, das war Zoom in Gelsenkirchen. Ja, genau, in Gelsenkirchen. Gelsenkirchen waren wir im Zoo und ich habe 24 Stunden im Affengehege gewohnt, da wo ich hingehöre. Und habe in diesem Affengehege, da waren so ein paar Lemuren, unterschiedliche Talkgäste empfangen. Peter Klöppel kam, dann hier dieser Simon, dieser YouTuber kam, Schwester Eva. Ach stimmt, ja, Schwester Eva. Kam, genau. Und als Überraschungsgast, was mich wirklich sehr gefreut hatte, Tamer Hanken. Tamer Hanken kam auch in dieses Affengehege, da haben wir geredet und dann hat er mir was mitgebracht. Und zwar so eine Dose Surströmming. Surströmming, genau, ja, das ist dieser Stinkefisch aus Island. Genau, so ein vergorener Fisch. Der übrigens von den Isländern selber gar nicht mehr gegessen wird. Der wird eigentlich nur in Souvenirshops an Asiaten verkauft. Ich war vor 3 Jahren da und habe mal gefragt. Und die ganzen Isländer sagen, das kann doch kein Mensch essen. Das ist auch die Pest. Ja, das ist so eine gegorener Fisch, der dann in der Dose da irgendwie weiterarbeitet, verdirbt oder was. Die Dose, die wölbt sich sogar hin und wieder, ne? Ja, und wenn man die dann aufmacht, kommt da ein Gestank raus. So widerlich. Wer ins Detail gehen möchte, es gibt bei YouTube diverse Anleitungen, wie man eine Surströmming-Dose öffnet. Das sollte man nämlich nur unter Wasser tun, also einen Wassereimer, die Dose da reinstecken, unter Wasser öffnen und dabei am besten noch eine Taucherbrille anziehen mit einem Nasenschutz, weil dieser Geruch haut dich um. Also wie einfach verrottet.
Rotten. Ja, ich werde dieses Bild auch nicht vergessen, wie du da dem Käfig die Dose öffnest. Und du hattest ja auch noch dieses Affenkostüm an, ne? Das kam ja noch dazu. Ja. Und dann bist du irgendwie verschreckt von diesem Geruch dann da weggesprungen mit deinem Affenkostüm. Das sah schon echt bescheuert aus. Ja, aber was tut man nicht alles, um aufmerksam zu machen? Genau, auf ein Thema aufmerksam zu machen. Ja, dieser Fisch, also man riecht ihn ja nicht nur, sondern man isst den ja. Und ich bin sehr froh von dir zu hören, dass das mittlerweile in Schweden oder Island oder Norwegen, das wird ja im ganzen skandinavischen Raum angeblich sehr geschätzt, dass man das jetzt nicht mehr isst, bin ich sehr froh zu hören, aber eigentlich isst man's, ne? Man hat diesen Fischrest da abgewaschen und dann kommt das eigentlich auf ein Knäckebrot, Pellkartoffel, der Fisch und Zwiebeln und dann isst man das und das soll eine riesige Delikatesse sein. Ich habe es natürlich probiert mit Tamahanken und es war ekelhaft. Und du isst aber ja wirklich alles. Ich kenne ja wirklich niemanden, der so viele verschiedene Sachen probiert und isst wie du. Also ja, ich probiere es. Aber wenn es dann scheiße schmeckt, dann esse ich es auch nicht weiter. Heißt nicht, dass es schmeckt, ja. Ja, und Surströmming hat halt scheiße geschmeckt. Kann man leider nicht anders sagen. Aber es war natürlich extrem lustig, dass Tamahank diese aufgeblähte Dose als kleines Präsent mit ins Affengehege gebracht hat. Da habe ich mich sehr gefreut. Stimmt. Und das war das letzte Mal, dass wir beide Tamahanken gesehen haben. Ja. So, wenden wir uns etwas Erfreulichem zu. Wie oft hast du den Geburtstag, deinen Geburtstag, den du ja heute hast, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Jan, im Ausland gefeiert, bei Dreharbeiten? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das werde ich niemals vergessen? Oh Gott, ich überlegen. Ach, da werden mit Sicherheit einige Geburtstage bei gewesen sein. Wie wichtig ist so ein Geburtstag für dich? Überhaupt nicht. Nee? Nee, gar nicht. Null. Stresst mich eher. Weißt du, man muss die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten beantworten, Anrufe. Also ich freue mich natürlich, wenn die Leute daran denken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie das ganze Jahr drauf hinfieber. Heute ist mein Ehrentag oder sowas. Nee, um Gottes Willen. Das ist so eine Alterssache, ne? Ich finde das auch. Also am liebsten mache ich auch gar nichts an dem Geburtstag oder fahre irgendwie weg oder so. Wobei so Runde jetzt wie der 50. bei dir da im nächsten Jahr, das sind schon so Dinge, das ist nochmal was Besonderes. Ne? Ja. Genau, das ist, wenn wir bei der Kiwi sitzen in der ersten Reihe im Dauerregen. Das ist was Besonderes. Ne? Ja. Ja, ich habe das extra so gelegt, dass der 50. auf den Sonntag fällt. Das finde ich gut. Gesorgt. Das finde ich gut. Aber gibt es keinen, wo du sagst, das war so ein Highlight? Also Papua-Neuguinea war für mich definitiv ein Highlight. Also wann sitzt man schon zwischen Krokodilmenschen in Papua-Neuguinea und feiert seinen Geburtstag? Also das werde ich nie vergessen. Ja, und ein Geburtstag? Hey, ich weiß noch einen, aber nicht von dir und mir, sondern von Corny, auch ein wohlgeschätzter Kameramann-Kollege. Und Verena, eine wohlgeschätzte Redakteurin, Producerin, Executive Producerin. Du? Ach, da war ich bei. Verena? In Indien. Ja. Rajasthan. Ja. Vor was? Zwei Jahren? Das war noch. Drei Jahre. Das war 2018, Dezember 2018. Ja, genau. Ja. In Jodhpur. In Jodhpur, in Rajasthan, genau. Ja. Und das war insofern sehr lustig, weil es ging dir miserabel an diesem Abend, weil es gab nämlich im Hotel ein Buffet, was dir offensichtlich sehr gut geschmeckt hat und keine Ahnung, all you can eat oder sowas, du hast dir den Teller vollgehauen, 4x, 5x, 6x und immer wenn wir rausgegangen sind, um mal frische Luft zu schnappen und durchs Fenster geguckt haben, saßt du wieder mit 9 vollen Teller da. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben dreimal richtig überfressen. Also das war einmal davon. Ja. Also ich liebe die indische Küche und wer es kennt, dann dieses schöne frische Naan, was dann aus dem Tandoori-Ofen kommt und dann, ich habe mich so voll gefressen. Immer wirklich kotzübel. Ich konnte nicht mehr. Es ging gar nichts mehr. Genau. Ich glaube, das hat jeder mitgekriegt, auch die indische Hochzeitsgesellschaft, die draußen am Pool stand und die du wie Moses das Meer geteilt hast auf dem Weg zur Toilette. Richtig. Ja, ich musste die Gesellschaft aber kurz sprengen. Ich hatte es etwas eilig, aufs Klo zu kommen. Ja. Da fällt mir ein kleiner Sidekick ein. Mir auch. Also toi, ich bin ja wirklich in all den Jahren, in all den Reisen, wirklich nie krank geworden. Auch dreimal auf Holz geklopft. Ich habe auch einen sehr robusten Magen, wenn ich mich nicht gerade überfresse oder so. Bis auf das eine Mal, das war in Nepal. Weißt du doch? Dann, ja, natürlich, das werde ich nie vergessen. Ich habe gesagt, so, pass auf, Häschen. Heute Abend
suche ich das Restaurant aus. Ich war schon mal vor 3 Jahren hier. Ich kenne ja ein gutes Steakhouse in Nepal. So sieht's aus. Warte mal, ganz kurz überlegen. Nepal, Indien, Kühe, Steakhouse. Ich weiß nicht, ist das irgendwie die richtige Kombination für die Stadt hier? In Kathmandu war's. Dann ist er, doch, da war ich schon mal essen, ist super. Ja, und dann sind wir dahin und es war wirklich ein hundsmiserables Steak. Weißt du auch noch, wie das Restaurant hieß? Boah, nee, das kriege ich nicht mehr hin. Kathmandu Steakhouse. Kathmandu Steakhouse, okay. Also du musst das Bild ein klein bisschen ausmalen. Also Kühe in Indien sind ja nicht nur heilig, sondern die werden natürlich auch hin und wieder mal gegessen von Leuten, die jetzt nicht an die heilige Kuh glauben. Aber da ist nichts dran. Das sind einfach Gerippe auf 4 Beinen. Die natürlich kaum was zu futtern haben und dementsprechend ausgemergelt sind. Und das war das Bild, was ich hatte. Also ein saftiges Steak, damals, als ich noch Fleisch aß, das habe ich mir immer anders vorgestellt. Ne? Also von so einer gut gewachsenen Kuh auf einer grünen Wiese mit einem Kleeblatt im Maul und sowas. Das war für mich die Vorstellung vom saftigen Steak. Jetzt siehst du so eine staubige, ausgemergelte Kuh, die den ganzen Tag irgendwie im Verkehrschaos von Nepal durch die Straßen läuft. Auf dem Teller, das gefiel mir nicht. Aber du warst davon überzeugt, genau. Und dann Ich war davon überzeugt. Komm, ich glaube, du hast es dann auch nach 2 Bissen sein lassen. Ich habe schönartig aufgegessen. Und Ich habe gar nicht erst bestellt. Ich weiß nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Es hat 1 Stunde gedauert und dann ging es bei mir ab. Ne? Also der Magen hat sich verdreht, mir war kotzübel. Und ich sagte, hör mal, heute, da geht gar nichts mehr, mir ist wirklich schlecht. Und dann sind wir ja mit dem Taxi ganz schnell zu unserem Hotel gefahren. Ja. Und in der Lobby des Hotels befand sich der deutsche Botschafter Nepals und es war ein Empfang für den deutschen Botschafter. Und ich bin wirklich reingelaufen und habe es nicht mehr bis zum Klo geschafft und habe es wirklich so getimt, dass ich der ganzen Gesellschaft, die sich da versammelt hatte, vor die Füße gekotzt habe. In der Lobby, vor die Füße. Ja, und das war aber wie so eine Art Attentat. Ich habe mich dann da so ein bisschen entleert und bin aber direkt weiter, weil ich wusste, da kommt gleich noch was. Und bin dann einfach abgehauen. Genau. Ja, das war schon gutes Timing. Ja. Weißt du, genauso gutes Timing wie damals, als wir im Taj Mahal Hotel Drehschluss hatten und ich meinen Koffer neu gepackt hatte. Das altehrwürdige Taj Mahal Hotel in Mumbai, damals Bombay. Was damals kurz. Ja, du hast, das klingt jetzt, du hast deinen Koffer gepackt. Du hast im Foyer, da wo der Haupteingang ist, einen Schritt dahinter, deinen Koffer auf den Boden gelegt und aufgemacht und die Unterhosen da von links nach rechts sortiert. Im Haupteingang, das heißt, jeder, der das Taj Mahal betreten oder verlassen wollte, musste über deinen Koffer steigen. Die Geschichte meinst du, ne? Genau. Und weil du dein Visum gesucht hast. Man brauchte nämlich zur Anmeldung in diesem ehrwürdigen Taj Mahal in Mumbai ein Visum, das musste man vorzeigen. Und da du dein Visum aber irgendwo vergessen hattest, Das kann ich erklären. Das Taj Mahal Hotel, da waren wir am Anfang und da hatte ich dann, als wir dann 2-3 Wochen aus Land gereist sind, meinen Reisepass im Safe vergessen. Und ich hatte dann alle Daten, ich habe dann im Hotel nochmal angerufen, ich brauche die Passnummer und die Visumsnummer, und die habe ich auf einen Pappdeckel geschrieben und damit bin ich 3 Wochen durchs Land gereist. Und immer wenn man einen Inlandsflug hatte oder sonst irgendwo eingecheckt, dann habe ich dann diesen Pappdeckel mit den Nummern gezeigt und bin damit immer durchgekommen. Aber als wir dann im Taj Mahal Hotel wieder ankamen nach 3 Wochen, wollte man mein Pappvisum sehen und ich hatte es irgendwo verkramt im Koffer, damit ich nämlich meinen eigentlichen Reisepass wieder bekomme, der schon seit 3 Wochen da im Safe lag. Und just in dem Moment, als ich dann meinen ganzen Koffer ausräumte und wirklich nach 3 Wochen dreckiger Reise, dreckige Indienwäsche verteilt hatte, öffnete sich die Tür und wer kam rein? Der König von Belgien. Auf Staatsbesuch. Musste erstmal über den Koffer steigen. Ja. Und sein ganzes Gefolge musste erstmal kurz anhalten. Die Unterhose wieder in den Koffer graben musste. Ja, den habe ich schon irgendwann beiseite geschoben. Und, ich meine aber, ich hätte ein kurzes, kleines Lächeln einfangen können vom König. Mit Sicherheit. Das war auch so eine ganz offizielle Kiste, als er da ankam. Mhm. Ja, das war im Taj Mahal Hotel. Kurz danach ist es ja einem Anschlag zum Opfer gefallen. Ich glaube, gerade 2 Wochen nach unserer Reise da war ja bei der schlimme Anschlag, als es dann abbrannte und dann auch noch in der Umgebung Granaten gezündet wurden, rumgeschossen wurde, unter anderem auch das Stammrestaurant, wo wir abends immer gegessen hatten, wurde auch eine Granate reingeschmissen. Also auch da hatten wir mal wieder viel, viel Glück, viele, viele Schutzengel, dass wir da nicht an dem Abend da waren. Ja. Naja. Und wir standen ja noch vor diesem Taj Mahal, wo es natürlich wie überall in Indien
Sicherheitskontrollen gibt, genauso ein Bogen wie am Flughafen, wo man so durchgeht, der dann scannt, ob man irgendwelche metallischen Gegenstände bei sich hat. Und die haben da immer alle nur durchgewunken und das piepte, Alarm ging dauernd los, das hat die überhaupt nicht gejuckt. Du musstest einfach nur durch den Bogen gehen und ob das gepiept hat oder nicht, hat keiner interessiert. Naja, die meisten sind ja noch nicht mal durch das Ding gegangen, sondern immer drumherum. Ja. Und die hat das überhaupt nicht interessiert. Und dann erinnere ich mich, das waren so zwei alte Security-Mitarbeiter und die hatten noch so einen ganz alten Wachhund daneben. Der schlief die meiste Zeit. Der war irgendwie, keine Ahnung. Einen alten und einen Welpen. So ein Labrador-Welpe, wo wir auch gesagt haben, wem soll der denn jetzt hier irgendwie Angst und Respekt einbläuen? Ja, das war... Ja, und wir sprachen noch darüber. Also wenn hier einer rein will, dann kommt er auch rein und zuckt. Zwei Wochen später gab es dann diesen katastrophalen Anschlag. Erinnerst du dich auch noch, wo wir gerade so bei Verdauungsschwierigkeiten und Übelkeit sind, an unseren Aufenthalt? Es war auch in Indien, es war auch in Mumbai, es war ein paar Jahre vorher, als wir abends noch das beste Kebab der Stadt essen wollten und es auch gegessen haben. Und das wirklich ja, gut war. Das war an so einer Garküche draußen, direkt am Gate von India. Genau. Ganz berühmter Platz, direkt gegenüber vom Taj Mahal Hotel. Ja, genau. Das wolltest du unbedingt noch essen. Und da habe ich dann eingelegt, weil so... Nee, das hast du gegessen. Pass auf, das haben wir das beide gegessen. Ja, das haben wir beide gegessen. Wir kamen nämlich genau aus diesem Café, von dem du gerade erzählt hast. Das Café, das abends eine Bar ist, sehr beliebt ist bei Touristen. Das hat so eine Glasfront, so um die Ecke, du kannst rausschauen. Und das ist echt, echt schön. Und da waren wir und haben was getrunken. Und dann habe ich gesagt, komm, hier um die Ecke gibt es das berühmteste Kebab der Stadt. Und dann haben wir da ein Kebab gegessen und dann sind wir weitergegangen. Und dann stand um die nächste Ecke wieder irgendein Mensch und hat auf so einer großen Stahlplatte irgendeine Eierspeise zubereitet. Und da stand so eine Schlange von Anzugträgern. Ja, darauf wollte ich hinaus. Das berühmte Eibrötchen aus Mumbai, genau. Ja, genau. Ich wusste nicht, ob es ein Eibrötchen oder Kebab war. Genau, das Eibrötchen, das wollte ich noch essen. Und da bin ich dann ausgestiegen. Genau. Nee, nichts für mich. Isst du dein Eibrötchen? Und das wurde so gebrutzelt auf der Platte mit Frühlingszwiebelchen und irgendwelchen Gewürzen. Und dann kam das in so ein frisch gebackenes Brötchen. Das roch lecker, es sah lecker aus. Ich war eigentlich satt, aber ich wollte es probieren. Merke, iss niemals Eierspeisen irgendwie in südlichen oder östlichen Gefilden, wo die Temperatur gegen die Haltung von Eiern spricht. Es war nämlich sehr schwül und sehr warm und sowas die ganze Zeit. Und ich habe das Brötchen gegessen und eine Stunde später war ich in der Situation, in der du damals warst, als wir in Kathmandu waren. Es ging überhaupt nichts mehr. Jetzt hatten wir aber am nächsten Morgen, wir waren lange unterwegs an diesem Abend, in dieser Nacht, am nächsten Morgen relativ früh einen Flug von Mumbai nach Lucknow. Jawohl, genau, zum Affenmenschen von Lucknow. Oder Lucknow, wie auch immer man das aussprechen mag, genau. Und die ganze Nacht habe ich gekämpft mit diesem Eibrötchen. Das war nicht klar, wer ist jetzt nur der Sieger, aber so gegen morgen hat das Eibrötchen gewonnen. Aber weil ich ein Mensch bin, der sich nicht übergeben kann, habe ich immer versucht, das alles in mir zu halten. Und dann sind wir in dieses Taxi gestiegen und ich habe gedacht, ich explodiere. Ich immer nur zu dem faster, faster, faster. Und der fuhr dann auch immer ein bisschen schneller, wusste überhaupt nicht, was ist los. Gott, sind die alle hektisch hier, die Deutschen. Und dann bin ich wirklich mit letzter Kraft und letzter Körperkontrolle am Flughafen in Mumbai aus dem Taxi gerannt, um auf Klo zu gehen, um mich zu erleichtern, beidseitig. Und stehe an dieser Tür und da haben die Kontrolle gemacht. Das heißt, du durftest das scheiß Flughafengebäude nur mit dem gültigen Ticket betreten. Wir hatten aber noch kein gültiges Ticket. Und jetzt hat er mich nicht reingelassen. Und ich immer, Junge, ich mach dir hier gleich vor die Schuhe, wenn du mich nicht reinlässt. Nein, nein, go, round the corner, round the corner. Und dann bin ich um die Ecke gerannt von dem Flughafengebäude, da wo die Inder zur Toilette gehen dürfen, die nicht fliegen. Und saß auf einmal in einem großen quadratischen Raum, gekachelt, aber ohne Türen. Es gab keine Türen. Alle hockten auf diesem Erdloch wirklich in U-Form und schauten sich gegenseitig beim Verdauen zu. So was Erniedrigendes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da fällt mir dann immer die Werbung ein, Incredible India. Ja. Vom Tourismusverband. Ja, ja. Indien hat die und die Seiten. Ja, genau. Ja, ja. Das ist schon, das war manchmal. Die. Und es ging mir aber so schlecht, dass ich gesagt habe, ey, komm. Es ist mir jetzt wirklich Wurst im wahrsten Sinne des Wortes. Ich erleichtere mich jetzt hier. Und dann saß man, hat links einen Griff in der Hand, rechts einen Griff in der Hand, hockte über dieser Bodenaussparung und guckte wirklich 4 Meter gegenüber dem anderen ins verkrampfte Gesicht und hat dann kollektiv geschissen. Das war, Hatte der auch ein Eibrötchen gegessen? Oder was? Ja, ja, ja.
Ich hatte auch das Gefühl, der stand an diesem Eibrötchen stand vor mir am Abend. So, nein, natürlich nicht. Keine Ahnung. Aber es war extrem fürchterlich. Haben wir noch so eine schöne Verdauungsgeschichte parat? Ja, ich weiß nicht. Also Indien ist ja speziell in der Hinsicht. Ich erinnere mich nur an ein Bild, da war ich aber ohne dich in Indien. Da bin ich privat gereist. Und bin mit dem Zug von Mumbai nach Accra gefahren, wo das berühmte Taj Mahal Hotel ist. Und, das Taj Mahal Hotel? Du meinst das Taj Mahal? Das richtige Taj Mahal. Ja. Und die Sonne ging auf und ich lag so an der Scheibe, guckte aus dem Fenster und dann denke ich, was ist das denn? Und in Indien ist das wohl auch gang und gäbe, dass wenn man jetzt keine sanitären Einrichtungen zu Hause hat, dass man sich dann am Bahngleis erleichtert morgens. Und dann wird Kilometer lang an nackten Ärschen vorbeigefahren. Scheißenden Indern vorbeigefahren. Ach, guck. Aber das, so ist es halt. Man muss Kind beim Namen nennen. Es war so. Und auch heute wird ein schöner Tag, glaube ich. Ja. Das ist das Besondere an diesen exotischen Reisen, die wir gemacht haben. Ne? Also A, natürlich immer die Frage, was essen die Leute da? Und dann möchte man das auch mal probieren. Ich sage ja immer, ja, ich will es zumindest mal probiert haben. Aber dann, unter Umständen, hat das natürlich Konsequenzen, wie die soeben beschriebenen. Aber das ist ja das, was ich spannend finde. Ne? Weil das alles... Klar leidet man in solchen Momenten und denkt, oh, hättet ihr das auch sparen können, das zu essen oder sowas. Aber im Endeffekt ist es spannend, gibt dann auch irgendwann Jahre später mal eine schöne Podcast-Geschichte. Aber ich würde sagen, weil das werde ich schon immer wieder gefragt, ne? Also habt ihr denn irgendwie nicht Angst, da krank zu werden und dann seid ihr irgendwie am anderen Ende der Welt? Und nö, habe ich nicht. Und du glaube ich auch nicht. Ne? Wir sind da sehr schmerzfrei und können uns auch immer auf andere Umstände einstellen. Ich meine, bei den Maasai, da gab es ja gar nichts an Porzellan, logischerweise, auf das man sich hocken konnte, da in der Maasai-Steppe. Da ging man einfach ins Gebüsch. Aber mir fällt auf, wo wir gerade noch bei exotischen Speisen sind, obwohl so exotisch ist die Speise jetzt auch nicht, aber es war in einem exotischen Land. Eine ganz schön miese Nummer von dir damals. Wir machen einen kurzen Abstecher nach Mauretanien. Und es gab ja wirklich immer nur alte, trockene Ziege zu essen. Und wenn man, da haben wir auch schon mal gesprochen, also die Ziegen, die fressen da ja Pappe und irgendeinen anderen Mist, den sie da noch finden. Also wirklich keine vergleichbar mit dem Kathmandu Steakhouse. Ja. Ja, und wir waren ja auch öfter eingeladen bei diesen Dreharbeiten bei Leuten, mit denen wir da Kontakt hatten und so. Und die laden unwahrscheinlich gerne ein. Unwahrscheinlich laden die Ausländer gerne zum Essen ein. Und ich immer nur zu dir, boah, ich kann diese Ziege nicht mehr essen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. Seit 10 Tagen esse ich hier diese Ziege. Geht nicht. Ja, aber komm, wir müssen da hin und du musst es auch essen. Ja, dann esse ich ein bisschen Brot, ein paar Beilagen. Fest für uns gemacht mit einer Riesenziege, die schon 3 Stunden in einem Erdlochbackofen da garte. Ja, und dann unsere Aktivistin, mit der wir da unterwegs waren, hatte uns mal wieder eingeladen und ich hatte gesagt, ich esse diese Ziege heute nicht. Und du, Arsch, hast ja dann immer gesagt, ins Ohr geflüstert, Jan doesn't eat, you see? He doesn't eat. You have to show him the goat. I don't think that he thinks that he is allowed to eat the goat. Oh no, it's for him. He should eat. So, Jan, du solltest Ziege essen. Ich hab da gesagt, ich esse sie nicht. Ja, weil die ja unsere Gastgeberin. Und die kam dann immer zu mir, schon. Jan, eat, why don't you eat? Ich sag, no, it's okay. No, you have to eat. Und du immer so von hinten, yeah, he has to eat, ne? Du Arsch. Und das zog sich dann aber als Running Gag die nächsten 5 Tage auch noch durch. Und jedes Mal, eat, Jan, eat. Und dann hatte ich wieder ein Stück Ziege und noch ein Stück Ziege. Und boah, das war eine miese Nummer von dir. Echt. Das tut mir schrecklich leid. Ich möchte mich an dieser Stelle dafür nochmal ausdrücklich entschuldigen. Aber eigentlich habe ich die Strafe einen Tag später hier schon bekommen. Weil ich habe die Ziege ja gar nicht vertragen, falls du dich erinnerst. Da waren wir wirklich am Arsch der Welt, da in der Sahelzone irgendwo, in so einer, nennen wir es mal Rasthofhütte, so kannst du dich nennen. Das war irgendwo an der Straße, so ein Verschlag. Und dann hast du gesagt, boah, ich muss mich da jetzt erstmal hinlegen. Und dann hast du da wirklich vor dich vegetiert, so 3-4 Stunden. Ja, und so der ging so mies. Und da war ja wirklich weit und breit gar nichts. Nee, nur Sand. Ja. Nur Sand und aber diese ich muss da, Hütte. Ja, aber ich muss da mal zu dieser Lucknow-Geschichte zurückkommen in Indien. Also wir sind ja da hingereist, weil es
damals war das noch nicht so mit dieser, ach komm, ich google mal eben im Tablet oder Handy. Ne? Also das wurde ja von Köln aus anrecherchiert von dir. Also unterwegs hatte man nicht diese Möglichkeit, wie man es heute hat. Und du sagtest, es gibt in dieser Stadt einen Affenmenschen. Ja, weil ich ein Video gesehen hatte. Genau, es gab ein YouTube ein Video. Das hat mir damals gereicht. Eigentlich wollten wir ja nur verreisen, sind wir doch mal ehrlich. ja, genau. Dann, oder? Bisschen gearbeitet nebenbei. Naja, auf jeden Fall, an diesem Bahnhof läuft einer rum in einem Affenkostüm. Um Affen, die Passagiere, Zugpassagiere da irgendwie nerven und denen da irgendwie ihre Frühstücksdosen klauen, zu verjagen. Das war eigentlich der Hintergrund, dass wir da hingereist sind. Ja, genau. Und du warst Pflegestufe 3, bettlägerig, da ging gar nichts an dem Tag. Nach dem Eibrötchen. Ja. Nach dem Eibrötchen. Und so ist das halt, wenn man mit einem Zwei-Mann-Team unterwegs ist. Ne? Da gibt es halt nicht nochmal einen Redakteur, den man vorschicken kann, oder einen Aufnahmeleiter. Also pass auf, dann übernehme ich die Recherche. Also fahre ich mit dem Tuk-Tuk zum Bahnhof von Lucknow oder Lucknow und gucke mich um und finde auch so ein paar Affen, die da irgendwie auf den Dächern vom Plangeister hin und her sprangen, aber halt keinen Affenmenschen. Und jetzt bin ich hin und wollte fragen, ob es diesen Typen hier gibt, was da dran ist. Und die haben mich immer nur angeguckt wie so ein Auto. Und dann, hä, what do you mean? Wenn mal einer Englisch sprach, ich so, Monkey Man, Monkey Man. What? Monkey Man hier. Und dann wusste ich meiner Not nicht weiter. Und dann habe ich den Affen halt nachgemacht und bin dann so über die Bahngleise gesprungen und habe einen Affen nachgemacht und versucht, den anderen Affen wegzujagen. Ey, die haben mich angeguckt. Ne? Die haben mich alle weggeschmissen vor Lachen. Was ist das denn mit dem armen Europäer los? Ne? Der hat auch was Falsches im nahen Brot gehabt. Und bin da über die Bahngleise gesprungen. Saßt du nicht noch 4 Stunden beim Bahnhofsvorsteher? Weil die dich erst ja, und dann hatte der mich noch eingeladen auf ein Tässchen Tee. Und der verstand mich aber auch nicht. Und dann saß ich da und dachte, komm, ich will jetzt einfach nur wieder ins Hotel. Und so. Und dann hat er mir den Bahnhof gezeigt und dann irgendwie, wie man die Gleise verstellt und weiter. No, I'm just looking for the monkey man. Monkeys we have. Und dann zeigt er wieder auf die Affen auf dem Dach da. Ich so, no, okay. Und dann habe ich dann irgendwann aufgegeben und bin einfach abgehauen. Ja. Ja. Gut, aus der Geschichte wurde auch nichts. Das ist, glaube ich, die wirklich einzige, an die ich mich erinnern kann, die wir dann irgendwie vor Ort nicht abdrehen konnten. Ja. Weil es den entweder nicht gab oder nie gegeben hat oder was auch immer. Nee, die Geschichte hatte sich doch danach aufgeklärt. Also nicht dort, also du bist dann zurückgekommen und ich bin irgendwie, weiß ich nicht, nach wie vielen Tagen da aus meinem Eibrötchen-Koma wieder erwacht, na, am nächsten Tag schon. Und hast gesagt, ja, ich war da und sowas, da ist nichts, wir können die Geschichte irgendwie nicht umsetzen, wir hauen wieder ab. Und dann habe ich irgendwann, Tage später, weil mich das natürlich nicht in Ruhe gelassen hat, recherchiert und es stellte sich heraus, das war ein Schauspieler. Das war ein indischer Schauspieler, der sich dieses Kostüm angezogen hatte und so getan hat, als wäre er der Monkey Man, der die Affen da im Bahnhof vertreiben würde. In Wirklichkeit wollte er nur Aufmerksamkeit generieren durch dieses Video und auf sich lenken, um dann zu sagen, hier, Freunde, ihr könnt mich auch als Schauspieler engagieren, ich bin Schauspieler. Also, komplette Ente. Das war der Hintergrund vom Monkey Man of Lucknow. Ansonsten eine schöne Ecke, aber wir haben ja nicht, also du hast einen Bahnhof gesehen und ich habe das tatsächlich gesehen. Bahnhof gesehen, ja. 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 Und dann sind wir unverrichtet. Sonst haben wir wirklich, ich meine, wir sind ja jetzt beide, ich noch mehr als du, aber in dem Alter, wo man immer wieder so feststellt, was wir schon alles gedreht haben. Ne? Gerade wenn ich jetzt so mit jungen Kollegen, die wir gerade im Team haben, durch die Gegend fahre und die mich dann irgendwie fragen, wo warst denn du eigentlich schon überall auf der Welt? Und ich komme gar nicht mehr nach mit dem Aufzählen und zu jedem Land, zu jeder Region, zu jeder Stadt, fällt mir natürlich eine Geschichte ein, weil wir einfach so viel gedreht haben in den letzten 20 Jahren in so entfernten Regionen dieser Welt, wie jetzt in Lucknow oder Papua-Neuguinea oder du warst ja noch sehr viel mehr unterwegs, weil du ja noch jahrelang zur See gefahren bist, oder Handelsmarine. Aber was wir schon alles erlebt und gesehen haben, das ist unfassbar. Verdeutlicht einem, und so schließt sich vielleicht der Kreis auch wieder zu deinem heutigen Geburtstag, wie lange man schon auf diesem Planeten rumwatschelt. Ne? Ja, aber ich hoffe, wir haben auch noch viele Reisen vor uns. Ne? Der Postcard soll ja auch noch eine Reihe weitergehen. Wird Zeit, dass wir auch noch mal irgendwie das Land verlassen. Ne? Lange her. Absolut. Und damit meine ich jetzt nicht Österreich und Schweiz. Ja, ja. Ja. Naja, ich bin ja nächste Woche erstmal in Südfrankreich unterwegs. Schön, was machst du da? Mit der Gabi Köster drehen wir. Ach Gott, wie geht's dir? Ich habe ja eben, wir haben am Mittwoch das erste Mal zusammen gedreht in Nippes, da hat sie uns ihr Fädel gezeigt. Ach schön. Ich habe den Ausdruck heute schon mal benutzt, ich benutze ihn gerne nochmal, ich war schockverliebt.
Die ist so lustig. Ja. Und wirklich gut drauf. Also sie hadert da überhaupt nicht mit ihrem Schicksal. Die nimmt das so hin, wie es ist. Und ist immer guter Stimmung. Wir haben wirklich so viel gelacht. Also die erzählt so viel. Also ich will nicht so viel verraten, darf ich ja auch nicht. Aber eine Sache kann man vielleicht zitieren. Ach, weiße Schlaganfall. Schlaganfall, das ist wie einen ganzen Tag auf Bums rumgehen. Weißt du so? Ja, das ist super. Also ich freue mich auf die Reise. Nächste Woche sind wir genau, Südfrankreich. Und das ist ein neues Format mit Gabi Köster, oder was? Genau, das heißt meine verrückte Bucketliste. Das heißt, das sind alles Sachen, die sie eigentlich immer vorhatte zu tun, bevor sie den Schlaganfall hatte. Und das holen wir jetzt nach. Ach, wie schön. Mit ihrer besten Freundin zusammen, der Beate. Und das wird, glaube ich, eine sehr lustige Reise. Ich freue mich sehr drauf. Ja, wie lange seid ihr in Frankreich? 8 Tage. Oh Gott, wie schön. Ja. Ja. Das klingt gut. Ja, ich werde berichten. Was hast du vor die Woche? Was habe ich vor die Woche? Ich liege jetzt in den Endzügen für das neue Experiment, was dann am 1.11. bei ProSieben läuft. Und habe dafür noch Montag und Dienstag einen Dreh in Köln und am Mittwoch dann in Münster. In einer extrem spannenden Umgebung, in einem Bunker, wo was aufbewahrt wird, was besser in einem Bunker aufbewahrt wird. Damit es nicht in falsche Hände gerät. Oh, das ist aber ein schöner Cliffhanger. Ja, bin ich aber gespannt. Da bin ich auch wirklich extrem gespannt. Da drehe ich noch. Und dann habe ich in der Tat erstmal eine Woche Urlaub. Eine Woche gar nichts tun. Dann muss ich nochmal nach München für einen Trailer für das neue Experiment und nochmal den letzten Drehtag dann in der Schweiz für das Experiment, wo ich einen Kinderarzt treffe, der Erschreckendes zu berichten hat. Genau, und dann ist das Experiment abgedreht und dann habe ich wieder eine Woche Urlaub und darauf freue ich mich natürlich sehr, weil wir sehr, sehr, sehr intensiv in den letzten Wochen und Monaten gedreht haben. Ja, ich bin auch urlaubsreif. Nach der Reise mit der Gabi habe ich auch 2 Wochen Urlaub auf Lanzarote. Ach schön. Da werden wir uns dann wieder hören, genau. Ja. Ich werde dann mich aus meiner schönen Villa melden. Wir haben ein kleines Häuschen gemietet. Ich freue mich sehr. Ganze Familie? Und wenn wir dann schon mal auf den... Bitte? Ganze Familie? Herbstferien? Ich fahre nur mit meinen Jungs. Die Frau braucht mal ein bisschen kinderfrei. Und soll ihr auch zustehen. Und ich mache das mit meinen beiden Bengels. Und wenn ich schon einmal auf die Kanaren bin, dann können wir ja auch mal über einen Dreh sprechen, den wir auf den Kanaren auch mal hatten, auf Teneriffa. Erinnerst dich? Oh, Jenke als Tierpfleger. Der im Loro-Park. Im Loro-Park. Natürlich erinnere ich mich. Ein Highlight meiner Karriere. Absolut. Und ich finde, sollten wir schon mal teasen, dass wir im Gorilla-Gehege waren und die Gorilla das richtig kacke fanden, dass wir in ihrem Wohnzimmer rumgelatscht sind und da aufgeräumt haben? Das aber erst nächste Woche. Das hat man schon mal angeteasert und vergessen. Gewusst, aber nächste Woche reden wir darüber. Ja, okay. Das ist ja lustig. Dann bist du auf den Kanaren, ich bin auf den Balearen. Mal gucken, wie so die Internetverbindungen sind. Aber ich freue mich dann schon auf unsere nächste Zoom-Zusammenkunft und sehr viel mehr würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns dann demnächst wieder in die Arme nehmen können, damit ich dir auch nochmal nachträglich zum Geburtstag ein Küsschen links und ein Küsschen rechts geben kann, meine Hübsche. Och, das würde mich aber freuen. Ja. So, jetzt muss ich meine Sachen packen. Genieß deinen Geburtstag, genau, ab im Stadion. Ein erfolgreiches Spiel, das dich dann vom Ergebnis her glücklich macht. Überhaupt einen zauberhaften Geburtstag nochmal, der dich extrem glücklich machen soll. Es ist mir wirklich eine Freude und das kann ich ganz nicht oft genug wiederholen, dass ich dich in meinem Leben habe, dass ich dich jetzt seit knapp 25 Jahren kenne und mit dir sehr viel besondere, extreme, extrem schöne, extrem gefährliche, extrem emotionale Momente erleben durfte. Und ich hoffe mir wirklich sehr, dass wir noch lange, lange, lange zusammen arbeiten und befreundet bleiben werden, mein lieber Jan Kreuz. Och Gott, jetzt muss ich Schluss machen, bevor mein Tränchen kommt. Tschüss. Ehrlich. Bis die Tage. Du bist ein Engelchen. Ja. Und das kommt from the bottom of my heart. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Gleichfalls. Küsschen zurück. Küsschen zurück, meine Hübsche. Küsschen zurück. Das war's. Ihr wisst, ne? iTunes, Bewertung, YouTube, Kommentare. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gut geht. Auch weiterhin. Passt auf euch auf. Fühlt euch umarmt von Jan Kreuz und mir und bis zum nächsten Mittwoch. Tschö.
Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0:01 Uhr. Until next week.